Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake Deluxe Berserker Mod aus der Hölle. Aus der Hölle direkt auf meinem PC. Es ist da, es ist ein Traum. Ich bin ein echter Profi. Okay, die beiden Weepern hebe ich mir tatsächlich zum Essen auf, falls wir Heilung brauchen. Genauso wie die Forellen. Wird da jemals mehr freigeschaltet? Ich tendiere dazu, die Spinels jetzt tatsächlich zu sparen, damit wir vielleicht irgendwann mal, ne, was wirklich Wertvolles damit anfangen können. Wenn du auch nur den Hauch einer probier mal, ob's passt. Na dann, was angenehme Reise. Angenehme Besserung. Okay, gut. Stellago-Zeit. Yay. Leon kann es kaum erwarten. Ich bin jetzt wirklich... Also mein Tipp ist, Stellago ist genauso wie im Original und die haben da nichts verändert. Vielleicht hat der ein bisschen mehr HP oder so. Aber ich glaube, der ist zu schwer. Weil ich meine, der Mod ist super, ne? Aber er ist mit einfachen Mitteln modifiziert. Und es würde mich wundern. Es würde mich wundern, wenn die da großartig was gemacht hätten. Halt! Stopp! Leon! Bevor wir einsteigen. Mein Gott, dauert die Sequenz des Nachtankens lange. So, ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden, ne? Fällt mir gerade ein. Oh ja, stimmt. Ich habe gar nicht auf die blauen Medaillen geachtet. Ah, das machen wir jetzt noch schnell. Ja, sorry, Leute. Ich weiß, ich hab's groß beworben und jetzt ist doch wieder nix. Aber ich möchte in dem Mod, der wirklich hardcore ist, nix liegen lassen, was einem irgendwie einen Vorteil verschafft. Oh, ich habe anscheinend auch einen Schatz da hinten vergessen. Okay, ja dann aber jetzt ab mit uns. Das geht ja mal gar nicht. So, Medaille soll angeblich da hinten hinterm Haus sein, so ein bisschen. Ah, guck mal, das habe ich noch fast vergessen. Ah, wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite. Okay. Und dann gucke ich noch mal nach dem optionalen Schatz, den ich noch vergessen habe. Ich bin verwirrt. Ich kann mich doch gar nicht mehr dran erinnern. Hä? Hängt das irgendwie in einem Baum oder auf einem Dach? Ich guck genau drauf. Aber hier ist so eine Wand. Ah, okay. Vielleicht bin ich einfach nur doof und da ist es. Ach, guck mal. Hey, gut, dass wir nochmal hergekommen sind. Meine Güte. Oh, es geht überhaupt nicht, was ich hier alles vergessen hätte. So, dann gehen wir noch mal ins Benzinhäuschen. Ah, guckt mal. Nice, sehr gut. Okay. Dann haben wir jetzt aber alles hier? Ich denke schon. Dann gehen wir jetzt wirklich zurück. Ich muss eigentlich gar nicht oben entlang, oder? Nee, ich muss nicht oben entlang. Ich gehe trotzdem, weil sonst finde ich den Weg nicht. Es ist so ein Labyrinth hier. Warte mal. Was machst du denn da? Oh, nix droppen auf jeden Fall. Okay, schade. Okay, ich bin froh, dass wir das jetzt noch gemacht haben. Dann, lass mich kurz nachdenken. Genau, den kleinen Schlüssel wollte ich noch schnell benutzen beim Piratenhäuschen vom Händler.
dann gucken wir weiter. Beziehungsweise ist dann Del Lago-Zeit, dann gucken wir nicht weiter. Dann gucken wir uns an, ob und was die Modmacher aus dem Del Lago-Kampf gemacht haben. Wie gesagt, würde mich tatsächlich wundern, wenn der stark verändert worden wäre, weil ich glaube, das ist einfach schwer. Und der Mod arbeitet eigentlich hauptsächlich, würde ich sagen, mit neuen Gegnerkonstellationen. Aha, eine Taschenuhr. Ich fände es so lustig, wenn in der Kommode einfach mal ein kleiner Schlüssel für eine andere Kommode wäre. Hey, mir wird sogar... Ach, guck mal, ich habe da irgendwie Rohstoff L vergessen. Mir wird sogar angezeigt auf der Karte, dass hier noch der Schießstand ist. Aber nee, es gibt keinen Schießstand mehr. Okay, zumindest hier nicht, ne? Naja, ich gehe nochmal schnell zurück und hol die... Hol die Rohstoffe. Verschlossene Schublade in der Kirche. Oh, ich habe hier ein paar Sachen verpasst, aber da kommen wir eh noch hin. Und wisst ihr was, ich muss auch nicht unbedingt alles mitnehmen. Ist schon okay. Aber wir kommen ja eh an die meisten Orte nochmal. Ich muss öfter auf die Karte gucken. Merke ich. So. Okay, dann speichere ich nochmal. Gefühlt zum 500. Mal jetzt innerhalb von kurzer Zeit. Aber ist auch gut so, weil Del Lago kann gemein werden. Okay, Del Lago, ich komme. Nach Del Lago kommt ja dann eine sehr große und lange optionale Erkundungstour. Ich bin gespannt, was und ob die sehr viel da geändert haben. Ne? Da kann man ja viel entdecken, theoretisch. Kriegt auch eine Red 9 geschenkt. Müssen wir mal schauen. Okay, let's go. Okay. Ich schätze, die haben Del Lago verändert. Er stirbt jetzt nach 5 Harpunen. Eine Änderung, die ich nicht schlecht finde, muss ich sagen. Ich habe euch ja gerade gesagt, ne, ich finde den ein bisschen nervig. Immer wieder das Gleiche. Man kann seine schönen Waffen nicht benutzen. Ja. Und die hauen einfach... Die haben den basically rausgenommen. Ich habe 5 Harpunen geworfen, mehr nicht. Aber habt ihr es gemerkt? Ich habe so ein bisschen versucht, diese neue Technik, die da entdeckt wurde, zu probieren. Und das hat schon gut funktioniert. Das ist mega easy. Einfach nach jedem Wurf die Zielentaste loslassen. Oh, ich habe einfach einen größeren Aktenkoffer hier gefunden. Was zur Hölle? Und dann kann man sehr viel schneller werfen. Sehr empfehlenswert. 888 Peseten. Na dann. Vielleicht hört ihr gerade Katzen im Hintergrund. Aber das gehört alles zum Ambiente. Andere Leute verdienen ihr Geld durch Cat-Content. Warum sollte es mich stören? Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau. Dass wir nochmal in diese kleine Gasse gehen. Ich finde, erst durch eine Katze wird es erst zu Premium-Content. Wenn man im Hintergrund nicht irgendwas umfallen oder rascheln hört oder so, dann kann es guter Content sein, aber nie so gut wie Katzen-Content. So, jetzt habe ich eine Blendgranate eigentlich zufällig? Habe ich zum Glück. Es könnte nämlich sein, dass jetzt ungefähr 80 von denen kommen. Ich rechne fast damit. Shit.
Ich hab's aber echt erraten, ne? Okay, aber irgendwie leider oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, sind die nicht alle gleichzeitig mutiert. Das heißt, keine Notwendigkeit für Blindgranaten. Wow, das war knapp. Lad bitte schneller nach, Leon, um Gottes Willen. Oh, noch einer. Noch stur. So. Oh, der verwandelt sich nicht mal. Aha, ein Küchenmesser und eine schmutzige Perlenkette. Interessant. Und wieder eine sehr lustig platzierte Bärenfalle. Bärenfallen in dem Spiel sind wirklich einfach nur jetzt in dem Mod oder so als Lacher da im Grunde. Na gut, und einmal hat es mich halt einfach voll gekillt. Trotzdem war es lustig. Was ist das hier? Ein uralter Tempel ist das hier, Leon. Eine Art Kultstätte. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie hier einen Gegner reinsetzen. Ich habe es mir schon gedacht, ey. Grünes Kraut. Das Symbol von der Kirche. Das ist der See. Das ist der See. Der alte Wegschreinschlüssel. Bring mir bitte ein goldenes Hühnerei. Oder heben wir uns die für Salazar auf? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie schlimm Salazar in dem Mod wird. Ohne Witz. Ich will's schon wissen, aber ich finde Salazar echt schon schlimm genug. Oh Gott, wenn die da noch andere Gegner zusätzlich hinbauen. Aber andererseits, wisst ihr, nach allem, was ich bis jetzt von dem Mod gesehen habe, könnte es auch sein, dass Salazar einfach nur 5 HP hat und man schießt zweimal auf ihn und er ist tot. Weil, ne, ist halt nervig so. Den nehmen wir raus aus dem Spiel. So könnte es auch laufen, wer weiß. Hab neue Waffen. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ich habe mir noch gedacht, dass der keine Waffen verkauft, ist schon ein bisschen weird. Und jetzt verkauft er gleich die Broken Butterfly und nur jetzt 30% reduziert. Dammit, ich muss irgendwie jetzt 19.000 Peseten auftreiben. Na, wir kommen der Sache schon nahe hier. Vielleicht verkaufe ich doch noch ein paar Vipern. Wie viel brauchen wir noch? Ah, 8. Ja, nicht ganz 8. Oh, guck mal, man kann sogar für 45 Spinellinen Raketenwerfer jetzt hier kaufen. Gut, dass ich gespart habe. Schulterstütze für TMP ist aber auch... Ja, hilft nichts. Dann verkaufe ich jetzt auf jeden Fall mal den Saphir. Ja, komm. Hauen wir Saphir und Rubin raus. Werde ich bald bereuen. Ah, okay. Und dann verkaufen wir noch eine Schlange. So, werde ich bald bereuen. Aber dafür haben wir jetzt eine Broken Butterfly. Und das ist, ja. Deine Kohle oder dein Leben. Das ist gut. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es Coolio. Schießen. Soll ich die TMP-Stütze kaufen? Ehrlich gesagt haben wir keinen Platz im Inventar für so eine TMP-Stütze. Wäre das dann alles? Oh, ich kann nicht mal das Messer reparieren jetzt. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Naja.
Na, und schon bereue ich's. Da hätte ich die wunderbar einsetzen können. Aber hilft ja nichts. Man kriegt mehr, also keine Ahnung, wie es in dem Mod ist, ne? Aber im Hauptspiel kriegt man mehr Steine, als man einsetzen kann. Geht jetzt schon der Schießplatz? Nee, ich glaube, den gibt es einfach nicht. Na, Schönchen. Dann würde ich fast sagen, bevor wir jetzt die große Erkundungstour antreten, machen wir jetzt für heute schon mal Schluss. Und beim nächsten Mal, ne, gibt es einen großen See für uns zu erforschen. Dankeschön fürs Dabeisein, hat mich sehr gefreut. Kauft bei Holy mit dem Code LSBR oder LSBR10. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi.